Meine Lieben, wenn euch interessiert, wie ihr solche Untersetzer ganz schnell selbst herstellen könnt, dann bleibt dran. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr solche Untersetzer machen könnt. Dafür braucht ihr nicht wirklich viel. Und ich zeige euch jetzt mal eben fix, was ihr da braucht. Ihr braucht Pappe von Umverpackungen oder ihr könnt auch Graupappe nehmen. Ich nehme gerne Pappe von Umverpackungen, von solchen, in dem Fall waren es hier so Nougat-Bits. Aus diesen habe ich mir Kreise gestanzt. Und zwar 4 Stück an der Zahl. Und in derselben Größe habe ich mir dann einmal ein weißes Papierchen ausgestanzt und einmal einen aus schönem Designpapier, welches dann die Oberfläche von dem Untersetzer werden soll. So. Ich habe im Vorfeld schon mal geklebt. Daraus ist das hier geworden. Das ist schon ganz schön stabil geworden. Und das hält auch bombenfest hier. Man hört das ja auch. So, das schiebe ich mal weg. Und die tue ich auch mal an die Seite, genauso wie ich die Pappreste an die Seite lege. Und das ist so schnell gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Jetzt suche ich hier mein Zubehör. Mein Zubehör hat sich versteckt. Ach so. Ich brauche zudem noch Kleber, ganz klar. Ich brauche einen Pinsel. Ich habe jetzt schon hier Pinsel mit Wasser stehen. Und wir brauchen Lack. Und da ich ja gerne überall wortwörtlich meinen Stempel drauf drücke, brauche ich natürlich noch einen Stempel und ein Stempelkissen. Das muss man aber nicht. Wichtig ist Kleber und Lack. Und wenn möglich, entweder eine Feile oder ein bisschen Schleifpapier. Warum, zeige ich euch jetzt noch nicht. Also, wir nehmen erstmal den Kleber. Das wird hier ordentlich mit Kleber vollgestrichen. Also wirklich schön darauf achten, dass auf dem ganzen Kreis überall Kleber ist. Wenn ihr nur mit Bastelkleber arbeitet und könnt ihr ja auch einen Pinsel dazu nehmen. Also bei diesem Kleber hier ist das jetzt nicht gerade vom Vorteil, mit dem Pinsel zu arbeiten. Weil dann kriegt man die Pinselhärchen nicht mehr auseinander. So. Jetzt nehme ich einfach das Designpapier und klebe es hier oben drauf. Da ich immer sehr, sehr großzügig mit Kleber bin, kommt der natürlich ja auch an den Rändern raus. Was eigentlich auch nicht wirklich schlimm ist, denn dadurch drückt sich das hier an den Rändern wirklich super ordentlich an. Und gewährleistet mir auch hinterher, dass der Lack dann auch tatsächlich überall da sein wird, wo er hin soll. So. Das ist halt die Vorderseite oder die Oberseite und auf der Rückseite kommt dann hier das weiße Papierchen drauf und wieder ordentlich mit Kleber versehen.
Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf der Rückseite ebenfalls ein Stück Designerpapier nehmen. Ich mache das in diesem Fall jetzt mit weißem Papier, weil, wie gesagt, ich meinen Stempel anschließend da aufdrücken möchte. Aber würde ich die jetzt nur für mich machen, würde ich wahrscheinlich oben und unten Designerpapier nehmen. Und das Ganze muss jetzt einmal schön durchtrocknen. Ich beschwere mir das dann immer ganz gerne. Ich stelle jetzt einfach meinen Tesafilm drauf, das ist recht schwer, und warte ein wenig ab. Dann bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder. Und weiter geht's im Text. So, ich hoffe, der Kleber hat jetzt gut angezogen. Jetzt nehme ich mir ein Stück Schmirgelpapier und schmirgel mir hier die Ränder. Aber das möchte ich jetzt hier nicht einfach so auf meinen Tisch machen, weil dann habe ich den ganzen Staub bei mir drauf liegen. Und deswegen nehme ich mir hier was drunter. So, jetzt wird hier zunächst erstmal rundum geschmirgelt. Das sieht gut aus. So, durch das Schmirgeln sind natürlich jetzt die Ränder hier oben etwas hochgekommen. Deswegen werden auch die runtergeschmirgelt. Ja, das fühlt sich gut an und schon ist es durch. Putze ich mir den Staub noch ein bisschen ab. Und dann geht es eigentlich auch schon los. So. Jetzt nehme ich mir mein Stempelkissen. Ich habe hier das Vintage-Foto mit dem Distress. Es ist wichtig, dass das Distress ist. Oder beziehungsweise muss das jetzt hier nicht unbedingt ein Distress-Oxide-Kissen sein, sondern kann auch jedes beliebige Kissen sein, was mit Wasser aktivierbar ist. Das war's schon. So, jetzt mache ich mir mal hier meinen Pinsel sauber. Die sind von meiner letzten Aktion ja noch hier. Nehme ein bisschen Lack. Ich gehe zuerst mit dem Matten drüber. Wer das nicht möchte, dass es glänzt, der benutzt halt Matten. Und dann fange ich mal an. Bearbeite zunächst mal den Rand. Es ist ganz wichtig, dass der Rand mitbearbeitet wird, damit er natürlich auch wasserabweisend wird, beziehungsweise Flüssigkeiten standhält.
Der Vorteil bei diesen Latten hier ist, dass die recht schnell trocknen. Jetzt lassen wir die Seite einmal antrocknen. Und wenn das soweit ist, dann komme ich wieder und dann bearbeite ich die Rückseite. So, die Seite ist noch nicht ganz trocken, aber trocken genug, dass ich sie anfassen kann. Ja, und jetzt kann ich direkt die Rückseite machen. Und dann geht die Warterei wieder los. Und da vermischt sich wieder der Lack mit der Farbe. Und ihr seht, ich ziehe wieder vom Rand zur Mitte hin. Und ihr müsst das nicht in dem Vintage-Stil machen. Ihr könnt natürlich auch süß, niedlich und so weiter machen. Und müsst jetzt auch nicht die Ränder dann inken. Aber ich mag das halt und deswegen mache ich das auch so gerne, auch mit den Rändern, die dann inken. Man könnte auch mit einem Farbstift den Rand machen oder man kann auch von vornherein hergehen, kann sich einen Tonkarton nehmen oder festen Cardstock, kann dann eben auch mehrere Lagen übereinander kleben, dann ist natürlich auch der Rand entsprechend farbig. Ja. Ne? Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. So, ich gehe hier noch mal kurz drüber und dann muss das Ganze wieder trocknen, weil dann darauf mein Stempel kommt, hier auf diesem. So. Ey, man sieht ja hier schon, wie schnell dieser Lack trocknet, ne? Das ist Wahnsinn, da kann man echt zugucken. So. Das dauert jetzt nicht sehr lange. Dann kann ich schon stempeln. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit der zweiten Lackschicht. Ich möchte das Ganze gleich gerne glänzend haben und deswegen werde ich diesen Lack benutzen. Guck mal, da ist schon soweit, ne? Ja, aber wie gesagt, ich komme gleich nochmal und stempel das hier mit euch gemeinsam und dann kommt die erste Glanzlackschicht drauf. Hier sieht es überhaupt gar nicht aus, ob da Lack drauf wäre, ne? Ich überlege ernsthaft, ob ich da den Rest nochmal drauf schmiere. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Ach, ich lasse das. Da kommt jetzt eh gleich die nächste Lackschicht drauf und dann ist gut. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Das ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Ich merke das, wenn ich darauf fasse, aber das hindert mich jetzt nicht daran, einfach mal mein Guffel hier drauf zu stempeln. Dafür nehme ich das Stays On. Ups. Schmieren wir das dann auch schön an die Finger, so wie es sein muss. Nehme hier meinen Stempel. Oh, das riecht so schön nach Marzipan. Und platziere mir meinen Stempel hier. Ich fange jetzt schon mal an, wieder den Rand, zunächst den Rand und dann hier oben die Seite mit dem Glanzlack zu bearbeiten. Jetzt muss natürlich auch das wieder trocknen.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Rückseite mache. Ihr kriegt sowieso von den ganzen Zeitsprüngen nichts mit, ne? Und jetzt kann man hier sehr schön sehen, wenn ich das drehe hier, wie schön das jetzt glänzt. Im Gegensatz zur Rückseite, da wo noch nichts ist. Hier ist nur der matte Lack drauf und es sieht aus, als ob da nichts drauf wäre. Es fühlt sich auch fast so an. Aber hier sieht man schön den glänzenden Rand und hier die glänzende Oberfläche. Und ich habe es dann lieber gerade bei solchen Dingen, dass ich das Ergebnis auch wirklich sehen kann. Ich weiß jetzt zwar, dass hier eine Lackschicht drauf ist, aber ich sehe sie nicht, ich kann sie nicht fühlen. Ja, für mich ist das so, als ob da nichts drauf wäre. Und dann würde ich dem Braten auch nicht trauen. Ganz anders wie hier. Hier kann ich das sehen, hier kann ich es fühlen. Ja gut. Genug lamentiert. Ich mache jetzt die Rückseite. Aber alleine vom Anfühlen schon merke ich, das ist einfach noch nicht trocken genug. Ne? Dennoch beende ich das Ganze jetzt hier mit euch, damit ich auch das Video fertig machen kann. So. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich Stays On genommen habe, weil ich hier einfach mit der Lackfarbe über den Stempel drüber fahren kann. So, großzügig, ich mache nochmal eine dicke Schicht. Es soll ja auch halten, ne? Weil das ja auch die Seite ist, die dann hinterher auf dem Tisch liegt. Ja, man kann allerdings auch, ich nehme mal mein fertiges hierher, Moment, ich hole mal eben etwas, so, da bin ich wieder. Man könnte jetzt auch sagen, oh, ja, aber ich möchte nicht, dass mir dann die Unterseite zerkratzt oder so. Hier ist übrigens der Stempel nicht weggewischt, der ist einfach nicht ordentlich gestempelt, das alles. Na, dann könnte man auch sagen, okay, da babbe ich mir halt hier so Füße drunter. Da kann ich so Holzperlen nehmen oder andere Sachen. Manche haben auch richtige Füßchen zu Hause für gewisse Dinge. Ich nicht. Ups. Aber mit ein bisschen Holzleim zum Beispiel würden diese Füßchen hier ganz super darunter passen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil, wie gesagt, die hier einfach so sein sollen. Aber, ne, ihr seht, man kann sich da auch so Füßchen drunter machen. Fände ich zum Beispiel jetzt sehr schön. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, das mache ich vielleicht noch. Wenn ich Kerzen habe, habe ich ganz gerne, wenn die etwas auch erhöht stehen und nicht ganz so dicht am Tisch. Weil ich habe im Wohnzimmer einen Glastisch und ich habe das nicht so ganz so gerne mit der Hitze. Und gerade bei Teelichtern oder diesen großen Kerzen, wenn die dann schon so runtergebrannt sind, kann es doch schon enorm heiß werden. Ja, dann fände ich das sogar ganz schön, wenn es auf so einer Erhöhung wäre. Vielleicht mache ich das ja bei meinem nächsten, dass ich da so Füßchen drunter setze. Und dann werdet ihr das sicherlich in irgendeinem Craft-Video sehen. So, meine Lieben, das war's. Ich kann das jetzt hier mal so anfassen. Also so schnell hat man solche Untersetzer. Der hört sich natürlich noch nicht ganz so an. Nur ein bisschen. Wenn der trocken ist, wird er sich wahrscheinlich auch so anhören. Weil das ist das gleiche, ist der gleiche Karton gewesen, ist die gleiche Dicke, mit den gleichen Materialien gearbeitet. Und so fest werden die Dinger. Also wenn ich dem jemand auf den Kopf haue, tut schon ordentlich weh. Ja, ich mache jetzt bis der Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ach, das Übliche hier, ne?
Tschüss.